Yo! Yo! Was geht, Leute? Willkommen zurück bei Spider-Man. Und ja, Pete dreht langsam durch, Leute. Ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, aber es wird immer mehr. Also, ja, jetzt gibt der Miles die Schuld für Sachen und so. Es ist ziemlich crazy. Also, wenn du mehr davon sehen willst, lass mal da. Abonnieren kostet mir nichts mehr zu verpassen. Und kommentier für den Algorithmus von jetzt. Viel Spaß. Denn das werde ich haben, auf jeden Fall. Wollte ich da anmerken. Wollte ich da anmerken. Aber, wenn wir schon hier sind. Ah, dafür muss aber Miles da sein. Oder? Doch, Miles ist doch für die Museumsdinger zuständig, ja. Ich denke, wir können die Charaktere wechseln. Woo! Nice. Sehr cool. Also ja, es baut sich Spannung zwischen denen auf, weil Lizard ist entkommen beim letzten Mal. Die Telefonnummer auf dem beschlagnahmten Truck eine von vor 1970. Harlem 74321. Hatte der entkommene Truck die gleiche? Ja. Aber ich kann dir nicht ganz folgen. Vor den 70ern hatten Trucks keine Katalysatoren und waren schreckliche Dreckschleudern. Mein Büro hat eine Initiative gegen sie gestartet. Deshalb gibt es nur noch sehr wenige alte Trucks in der Gegend. Wenn wir sie nur irgendwie aufspüren könnten. Ich habe eine Idee. Es geht um das Museumsding mit den Trucks. Wir sind wieder im Geschäft. Ich erinnere mich. Sehr gut. Wir konnten uns ja entscheiden, welchen Truck wir nehmen. Wir haben uns für den falschen entschieden, aber ich glaube, man entscheidet sich immer für den falschen. Dann war mit denen, dass dein Recht hat. Haben sie vielleicht eine Spur hinterlassen? Das muss ich auf der einsetzen, das ist geil. Das Museum ist eine Gala mit zahlreichen Stars. Oh ja. Wenn ich die fehlenden Stücke finde. Ja. Ich war noch nie bei einer Gala. Willst du hingehen? Ich dachte, du fragst nie. Was soll ich anziehen? Schwarz, schlichter Glam. Bro, ich muss mich konzentrieren. Klar, viel Glück. Ich kann nicht glauben, dass jemand sowas tut. Ich habe mich so auf die Ausstellung gefreut, auf das Museum. Ich stecke hier in einer misslichen Lage. Ich meine, Sie wissen, wie sehr mir der Schutz der Geschichte dieser Gemeinschaft am Herzen liegt. Ich weiß, und deshalb hoffe ich, dass Sie uns trotzdem weiter unterstützen. Okay, mal sehen, ob die Laster etwas hinterlassen haben. Laster? What do you mean, though? Spider-Man ist hier. Ja! Spider-Man, gibt's Neuigkeiten? Ich verfolge ein paar neue Spuren. Ich gebe Bescheid. Ich habe noch zu tun, aber Sie wissen, was ich denke? Für mich geht es darum, die Geschichte zu bewahren. Um jeden Preis. Hey, steht doch anders? Wir wissen, dass du hilfst. Danke. Okay. Was soll ich tun? Ah. I see. Ich sehe es, Leute. Sieht aus, als wäre es von einem prähistorischen Gangsterlaster. Ich rieche den Schwefel. Definitiv von einem alten Motor. Mm. Jetzt kann ich es weiter isolieren. Diese Mission mag ich ja richtig, ne? Entspannter Puzzle. Habe ich verkackt? Okay. Hier. So? Okay, wow, da kommen aber mehr dazu. Yo. Meistens das in der Mitte. Ups. Das war aus Versehen. Das hier. Ups. Nein. Ich will die Ankerpunkte nicht entfernen. Ein neuer Versuch. Entspann dich mal. Kann jedem mal passieren, okay? Oh. Wir haben verkackt. Ich darf die Ankerpunkte nicht zerstören. Einfach verkackt. Ist natürlich nicht so geil gerade. Hier vielleicht? Ja. Das sollte okay sein, glaube ich. Oh Gott, okay. Ich hab's. Wow. Das war befriedigend. Ich nie durch einen Katalysator gelangt. Sehr schön. Hey Ma, du hattest recht. Der Laster war alt und hat einen einzigartigen Schadstoff hinterlassen. Fantastico. Kannst du ihn aufspüren? Fantastico. Bin schon dabei. Ja klar, ich bin doch Spider-Man. Wir werden tatsächlich alles finden, die Gala veranstalten und das Museum retten können. Wow, 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 wow. Eins nach dem anderen. Okay, ich weiß. Also,
Pass auf dich auf und sag Bescheid, was du findest. Klar doch, Mutter. Mütter sind die Besten. Ich glaube, da könnt ihr mir zustimmen. Jedenfalls, wir haben geliefert, was wir hatten. Der Rest ist vom LKW gefallen. Dann findet es verdammt nochmal. Ich verstehe es. Gefallen? Oh je. Oh je. Scheiß dort. Ich hab's doch gesagt. Nein. Hä? Er wird bezahlen, wenn wir das Saxophon liefern. Ja, ich werde ihm das Saxophon liefern. Ich glaube, du weißt wo. Beruhig dich schon, Idiot. Der Typ hat Kohle. Wir müssen ihn nur glücklich machen. Ich will den großen. Ich such diesen Typen und hol mir mein Geld. Du warst den ganzen. Einfach den großen, mehr nicht. Habt ihr echt gedacht, ihr werdet mich losgeworden? Das war's? Noch mehr Freunde? Dann mal los! Ah. Los, Leute, holt euch den Spider-Punk! Cool! Du kannst nicht gewinnen! Boing! Bis jetzt gefallen mir die Mission ziemlich gut, muss ich sagen. Da will ich auch nicht lügen oder so. Okay. Ich glaube, das ist der letzte, oder? Ja. Cool. Okay. Wir werden immer stärker. Das waren alle. Gefällt mir. Den Laster und holen uns die restlichen Museumsstücke. Okay. Hilfe. Ich bin zu schnell. Leer? Geil. Sie müssen die Ladung bereits ihrem Boss übergeben haben. Alle Wege führen scheinbar zu diesem Typen. Klingt wie irgendein Handy. Oh, ach so. Hallo? Finde Charlie Parkers Saxophon, ohne das bezahlt. Nicht gar nichts. Okay, cool. Finde ich respectable. Ich habe den zweiten Laster gefunden, aber er war leer. Oh nein. Aber eins der Stücke haben sie verloren. Charlie Parkers Saxophon. Oh, Miles. Komm rüber zum CJ Walker Park. Okay, wieso? Eine unserer Praktikantinnen hat jemanden über ein Saxophon reden hören. Zuerst habe ich ihr nicht geglaubt. Sie ist eine Art Bocincheda. Also wenn sie das verloren haben, scheint ihr Chef es unbedingt finden zu wollen. Das sollte er. Charlie Parker ist eine Legende. Dieses Saxophon ist unbezahlbar. Nach wem Parker? Soll ich im Park suchen? Ich habe keinen Namen. Es hieß, ein Trompeter hätte davon gesprochen. Trompeter, alles klar. Danke, mi Aranita. Sag mir Bescheid, was passiert. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Wie eine Beleidigung, so ein bisschen. Okay. Ich dachte, das wäre Haley mit dem neuen Macker. Dieser Trompeter. Ich dachte, das wäre Haley, Digga. Hier sieht's viel besser aus als damals. Wäre crazy. Leute das sagen. Hey, Miles. Steph, was gibt's? Bist du mit Gloria hier? Nee, sie arbeitet. Ich bin gerade angekommen. Ich suche einen Trompeter. Hast du einen gesehen? Ja, Theo ist hier und spielt Trompete. Theo spielt Trompete? Mhm. Ich glaube, er war dort drüben beim Tor. Toll. Danke, Steph. Und grüß Gloria von mir. Okay, Haarschnitt. Nein. Fresh. Kann ich auch einen Haarschnitt bekommen? Das wäre witzig. Zu tun. Leider nicht, glaube ich. Auf der Friseurladen. Herr Boom, Kumpel. Wie gefallen dir die Dreads? Ich mag sie. Mom anfangs nicht, aber ich habe sie wohl überzeugt. Dreh sie einfach weiter. Aber sie sehen gut aus. Danke. Mir gefällt sein Haarstil. Finde ich richtig cool. Panna Fuerta. Hey, Camila. Miles, kann ich dir was anbieten? Oh, nein, danke. Ich suche Theo. Hast du ihn gesehen? Ich war im Truck beschäftigt, aber ich höre ihn. Folg einfach dem Klang seiner Trompete. Mach ich. Bis später dann. Trompete ist... Da, glaube ich. Ja. Danke, Leute. Spider-Cat! Wow. Hi, Spider-Man. Hey, Miles. Theo! Guter Sound. Ich wusste gar nicht, dass du Trompete spielst. So lala, so lala. Hey, ich wollte dich anrufen. Als ich vorhin bei Keynote Music war, brachten ein paar Kids ein Saxophon hin, das sie auf der Straße gefunden haben. Ich dachte, es könnte das aus dem Museum sein. Ich möchte niemandem Ärger bereiten. Sie hatten ja gute Absichten.
das könnte gut sein. Meinst du Keynote auf der Cathedral? Ja, sprich mit Eugene. Danke, ich geh mal hin. Digga, du bist cool, du bist ein cooler Typ. Toll. Ja, klingt geil. Weiter so, Bruder, weiter so. Man muss ja auch seine Musikkünstler, was? Ich hab das Saxophon gefunden und hol es jetzt ab. Ay, bendito. Angela wird so erleichtert sein. Ich liebe das. Das könnte das Museum retten. Hey, wusstest du, dass Theo Trompete spielt? Und das ziemlich gut. Mit Publikum und so. Der ganze Park hat gefeiert. Genau darum ist das Museum so wichtig. Musik bereichert unsere Gemeinde und bringt uns zusammen. Du hast recht, Mutter. Hast recht! Es geht. Sieht nicht gut aus. Hey, Spider-Man! Yo! Ich wollte es gerade in deiner App melden. Was ist dir passiert? Ein paar fiese Typen haben Eugene gerade weggezerrt. Da stimmt was nicht. Sie sind da lang. Danke. Das ist eigentlich voll cool. Stimmt, er hat eine eigene App. Irgendwie habe ich das gerade gar nicht. Ach so. Gute Idee. Das ist was. Ich höre was. Charlie Parker Saxophon in meinem Laden haben. Das gehört ins Museum. Wir wissen, dass Säge die Museumseinbrecher. Sehr gute Idee. Wenn ihr ein Instrument lernen wollt, gibt es sehr viel bessere Möglichkeiten. Hey. Boing, boing. Ich glaube, die sind K.O. Hoffe ich mal. Okay, nice. Easy. Easy peasy. Ich dachte, ich muss was scannen. Weird. Ah. Danke, Spider-Man. Alles okay? Die paar blauen Flecken sind okay, solange ich noch die Schlüssel habe. Hier, mach den Kofferraum auf. Kann mir gar nicht vorstellen, was die letzte Mission für das Museum sein wird. Könnte aber sein. Charlie Parkers Saxophon. Ja, das einzig wahre. Ich wollte es zurück ins Museum bringen, als diese Typen reinstürmten. Mit diesem Ding hat er sein Meisterwerk aufgenommen. Ornithology, 1946. Bist du Bird-Fan? Mein Vater war einer. Ich weiß nicht viel über alte Musik. Alt? Musik wird nie alt. Wenn man heutige MCs hört, die synkopierte Akzente nutzen, den Offbeat betonen und mit dem Rhythmus spielen, das ist nichts als Bebop. Nächstes Mal muss ich genauer hinhören. Ich bringe es sofort zurück ins Museum. Dann rufe ich meine Versicherung an. Okay, danke, Mann. Lass mich mal wissen, wie ihr Batman-Filme findet. Ich hätte mal wieder Lust auf einen. Bei Spider-Man weiß ich ja, dass die meistens gut sind. Wenn das Telefon reinkäme, mit dem sie mit ihrem Drahtzieher kommuniziert haben. Ich habe nämlich auf jeden Fall vor, die ersten drei Spider-Man-Filme nochmal zu gucken. Vielleicht sogar dieses Jahr. Und einen Batman-Film mal zu gucken, weil ich weiß nicht, ob ich jemals einen gesehen habe. Wir nutzen zusammen ergeben das Wort Passwort als Passwort. Nur ein Mitternachtstreffen mit einem kriminellen Genie. Gar kein Ding. Cool, fertig? Looks good, alright, guys. Nice, nice, guys. Good job, good job. Okay, gleich Spaß. Wow, das sieht geil aus. Krass. Das sieht richtig cool aus. What? Peter hat wahrscheinlich auch einen neuen. Mal sehen, was bei Pete so abgeht. Hä? Digga! Der sieht genau gleich aus. Oder täusche ich mich da? Voll lame. Guck mal. Der sieht genau gleich aus. Ich behalte auf jeden Fall den Venom-Outfit. Das Venom-Outfit erstmal. Nächste Mission wird ja sowieso nicht mit Peter was zu tun haben. Oh ja, sehr gut. Mehr Schaden. Seht ihr, jetzt können wir... Oh, dann noch mehr Schaden. Das wollen wir upgraden, Leute. Sehr wichtig. Okay. Ups. Nichts zum Upgraden.
Aber bei Fähigkeiten haben wir hier etwas. Die Symbiontenwelle-Anzeige fühlt sich schneller. Ja, klingt gut, würde ich sagen. Und das war's. Dann schauen wir nochmal auf die Karte. Ich glaube, das könnten wir nochmal machen, weil es da so in der Ecke ist. Das ist chillt. Auch schon wieder mit so weniger FPS. Ich bin verwirrt. Naja, er sieht halt geil aus, ne? Muss man aber so sagen. Cool sieht's auf jeden Fall aus. Ups. Oh mein Gott. Die sind ja nervös. Ups. Das war die falsche. War aber anscheinend sicher. Ich hab der Basis bereits Bescheid gesagt. Du bist alleine, oder? Wir brauchen keine Verstärkung. Ja, perfekt. Hallo. Nee. War sie jetzt sicher? Oh je. Zum Glück bin ich nicht du. Hier gibt's ganz schön viele mit so. Ich geb Deckung. Mit so, viele Skins mit so, ne? Genau. Mit so weniger FPS. Sehr nice. Ich finde, das sieht cool aus. Das hat einen coolen Effekt. Ich mag das. Ich weiß, dass du das warst. Das sind die letzten zwei? Okay. Nein! Hat einer von euch Verstärkung gerufen? Nicht cool! Scheiße. Ah, na gut. Ja, cool sieht's auf jeden Fall aus. Okay, geschafft. Boom. Der letzte Ansatz. Wie findet ihr? Habt ihr eine Empfehlung für einen guten Batman-Film? Ich glaube, der letzte war ganz gut, ne? Lass es mich wissen, Leute. Ich muss da rein und. Mein Harlem? Die werden bald sehen, dass ein neuer Shogun in der Stadt ist. Oh. Das ist die alte Schule, die meine Mom saniert haben will. Da ist ihre Basis. Interesting, interesting. Noch eine hier. Jemand muss Ihnen sagen, wie sieht es von der Zeit aus? Können wir noch machen, denke ich. Da ist noch was. Das Vögelchen. Ich mag die Zeitlupe, die man bekommt. Ich finde es gut, dass das Spiel alleine ist, dass man es nicht... Obwohl, wäre schon witzig, wenn man in einer Stadt zusammen mit einer anderen Person spielen könnte. Aber ich finde es irgendwie Singleplayer... dann doch cooler. Okay, erstmal die Sniper. Bereit, dich in der Jägerschule einzuschreiben? Wir gehen in meine Schule. Die harte Schule des Lebens. Uff, das ist übel, Miles. Sorry. Das so. War Teil meines Schwimmtrainings. Zumindest zahlen sich die Infos aus. Hier verbessern sie alle Waffen für ihre Fahrzeuge. In meinem Block sicher nicht. Da ist noch einer. Die sind echt überall, ne? Wo ist er? No! Scheiße. Schalte die Konsole und schalte die Geschütze aus. Okay, so kann man das machen. So, wie ist kein Sniper mehr. Der Typ ist dumm. Er läuft die ganze Zeit gegen die Wand. Keine Ahnung, was da los ist. Na, die Missionen sind auf jeden Fall sehr interessant. Sind da drin noch welche? Digga, irgendwie ist das ein Problem gerade. Wir sind die Letzten. Bildet einen Kreis. Die werden schlau auf jeden Fall. Du wirst nachlässig, Spider. Ich glaube, ich töte erstmal den. Einfach weil der ein Schild hat. Na, da kommen immer diese dämlichen Hunde, ne? Au. Tötet den Hund. Ah, warte, cool. Sehr schön. Schwere Angriffe parieren. Oder davor wegspringen. Ach so.
Okay. Digga, jetzt kommen mehr. Hätte ich das jetzt... Oh, na gut. Na gut, was soll's. Scheiße. Ja, okay, jetzt kommen doch ganz schön viele. Vielleicht war es doch ein Fehler. Vielleicht, maybe it was a mistake, guys. Okay. Ja, wir heilen uns mal lieber. Let's go. Scheiße. Ist er doch tot? Nee, ne? Ich freue mich schon auf mehr Schaden. Das wird geil. Der eine Typ ist mir jetzt noch nicht tot, den ich weg... Digga, komm, viele da drinnen sind. Scheiße. Ist ja richtig krass. Ja, schön, aber... Wieso sagen die mir das vorher? Das ist die Frage. Da ist auf jeden Fall jemand. Ja, ein kleiner Lappen nämlich. Okay, die haben mich verloren. Finde ich gut. Ich komme da nicht rein. Okay, die haben keine Ahnung, wo ich bin. Das ist gut. Das heißt, ab jetzt können wir wieder Stealth machen. Vielleicht so ein bisschen. Digga, irgendwie würde ich da gerne reingehen. Ich schwöre. Ah, okay, sehr gut. Aus seinem Grund war er sicher. Keine Ahnung, wieso. Der auch. Digga, diese FPS, ne? Ich feiere das ja. Gefällt mir gut. Noch zwei Geschütze übrig. Okay. So, oder was? Was soll ich denn machen? Deaktiviert die, sabotiert die Fahrzeuggeschütze. Habe ich, ach so. Ah. Verstehe. Okay. Oh, scheiße. Das ist nicht cool. Kann ich hier irgendwie rauskommen, oder nicht? Der Typ kommt näher, so habe ich die Zeit. Ich habe jetzt ein paar Geräusche hier. Wer war das? Ach, wisst ihr was? Hat keiner Zeit für die Scheiße. Hat keiner Zeit für die Scheiße. Hat einer von euch Verstärkung gerufen? Nicht cool. Okay, warte. Kann man nicht hier sabotieren? Komm schon. Ich glaube, die bin ich los. Hä? Okay, was ist hier denn los? Was mit Verstärkung? Jetzt erfahren die Jäger, wie es ist, geghostet zu werden. Okay. Ich hoffe, ich habe einige erwischt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, was noch? Was soll ich jetzt noch tun? Sabotiere die Fahrzeuggeschütze. Ja, ach da hinten. Ich glaube, die kommen dauerhaft unendlich lang. Tatsächlich. Oh mein Gott. Ich glaube, man muss einfach nur, ja. Nur noch ein Geschütz ist übrig. Noch ein Geschütz? Ich dachte, ich denke, ich muss die gar nicht besiegen. Ich verschwende voll meine Zeit gerade. Kennt man, man kennt ihn. Du hast die Geschütze gegrillt. Jetzt seht ihr alt aus, Trottel. Okay, jetzt kommen keine mehr dazu, glaube ich, oder? Okay, let's go. Digga, was tut ihr hier alle? Oh, eine geile Kombo. Okay. So, haben wir es geschafft? Geil. Mal sehen, was wir noch über diese Kravinovs rausfinden können. Hier ist noch mehr. What? Was für eine krasse... Diese Schildmissionen sind ziemlich krass. Muss ich einfach mal so sagen. Okay. Was haben wir denn hier? Noch eine verschlüsselte Datei. Wladimir, was ist denn jetzt? Ich hätte mitkommen können. Du wirst nicht gebraucht. Offenbar werde ich nie gebraucht. Hast du Angst, dass ich dich übertreffe? Genau das will ich. What? Aber von dir
Großvater, deinen Kindern ihr Geburtsrecht zu nehmen. Das Geburtsrecht beinhaltet nur eines, das Versprechen des unvermeidlichen Todes. Er hat recht. Ich gehe nochmal hier hin, da können wir zur Mission gehen. Ist das schon wieder was Neues? Okay, das machen wir beim nächsten Mal wahrscheinlich mit dem Schild. Ich will aber nur mal einen Vogel machen. Hoffentlich nimmt er einen Umweg hierher. Oh ja, weiter mit den anderen Basen. Ich will keine Willkommenspartys für ihn. Dann haben wir noch ein paar Verbrecher. Ja, es sollte von der Zeit her passen. Einbrecher. Es geht los. Was geht? Hey, Ma'am. Hilfe gefällig? Okay. Kurz eliminieren, sind nur Verbrecher. Ja, also echt nur Verbrecher, krass. Danke, ich weiß. Aber ich hab schon eine Freundin, sorry. Bin schon voll vergeben, Mann. Ich glaube, bei denen ist es mittlerweile so normal, dass sie Spider-Man in der Stadt haben. So, Chef, du hast einfach mal Spider-Man in deiner Stadt, er hat eine eigene App. Ich frage mich, wie viel unnötiges Zeug da angezeigt wird. Was tue ich gerade? Achso, das war diese Kacke. Ich will zum Vogel gehen. Wo ist Vogel? Hä? So. Irgendwie, die Vögel werden irgendwie recht spät angezeigt. Kann das sein? Okay, stimmt. Das hier muss ich auch oft einsetzen. Oh, scheiße. Mit seinem neuen schwarzen Kostüm. Liebe Hörer, auch in neuem Gewand ist er immer noch eine Plage. Jetzt vielleicht wirklich. Jetzt könnte James recht haben. Aber ja, das mit den Outfits. Das ist schon cool, ein Superheld zu sein. Vielleicht werde ich auch mal einer, wer weiß. Wenn ihr einen seht, vielleicht bin ich das. Wundert mich über, dass es keine gibt, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Eigentlich würde es voll Sinn ergeben, dass Leute Superhelden sein wollen. Ich hab noch Zeit. Wundert mich echt, dass es keine Superhelden gibt. Hängen von den Daten des Vogels ab. Vielleicht, weil es nicht so einfach mit den Superfähigkeiten ist. Wahrscheinlich, deswegen. Scheiße. Bei dem Tempo wird der Anzug verbrennen. Die Knarren machen keine halben Sachen. Okay. Erst 15%? Yo. Ist ja nicht viel. Sorry, Vögelchen. Das war's für euch. Wie? Ach so, jetzt öfter oder was? Krass. Okay, dauert ein bisschen, ne? Obwohl, jetzt ist es, glaube ich, schneller. Das ist schon... Ich liebe diese Mission, ne? Das ist einfach nur geil, Leute. Einfach nur geil. 70%, let's go. Ich weiß, das ist doch easy, Digga. Du bist Spider-Man. Man hat das Gefühl, er vergisst, dass das Spider-Man ist. Na, im Endeffekt sind das ganz normale Leute eigentlich. Mit super Fähigkeiten. Ja. Ich hab alle Daten von dem hier. Da ist es. Ha, sehr gut. Perfekt. Das ist Outfit, Digga. Hey, nee. Vor 2 Jahren gestorben. Hock. Ach, ich hab Hogwarts gelesen. Seit 2 Jahren tot. Hedgeforts. Ist vermutlich ein Fehler. Immer noch Augen am Himmel. Ich muss Cravens Spielzeuge runterholen. Glaube ich nicht, dass es Feller ist, Digga. Glaube ich nicht, Feller. Soll ich noch einmal... Wo ist die Mission? Da. Okay, lass zur Mission gehen. Ist okay. Sollte passen. Bist du Level aufgestiegen gerade wieder oder was ist da los? Ja. Endlich. Sieht sogar geil aus. Yo. Yo. Sind den Weißen. Der sieht geil aus. Haben wir noch was anderes? Yes.
Endlich, Leute. Heldenmarken, ach so. Deine Fähigkeit der langen Fokus erhöht sich um 10. Durch das R3-Scannen geortete Gegner werden automatisch markiert. Ich nehme das. Aber erlangter Fokus erhöht sich um 10%. Ich nehme erstmal das. Das ist aber besser, das merken wir uns mal. Mehr Fokus. Könnt ihr euch das merken? Ich sehe es ja alle Kommentare. Könnte wichtig sein für die Mission, wenn wir die 100% schaffen wollen. Okay, was ist das hier? Eingesponnene Elektrizität oder Venom geschockte Gegner können geworfen werden. Ja, das lässt mich so fühlen, als würden wir die Venom-Fähigkeiten behalten, tatsächlich. Nur als hätten wir sie unter Kontrolle, okay? So fühle ich mich, Leute. Ich wollte euch nur sagen, wie ich mich fühle. Hier kann man noch ein Bild machen. Dicker. Was zum Teufel? Peinlich. Spaß. Sexy. Wisst ihr was? Ich gehe noch kurz zu den Verbrechern. Für die Marken. Da können wir auch noch hin später. Aber das geht ja ziemlich schnell und man bekommt gute Verbrechermarken. Und da kann man einfach so den. Warte! Ups! Das geht nicht. Digga! Jetzt geht's. So. Genau das wollte ich. Jetzt haben wir super viel Schaden auf jeden Fall. Ja, ich merke auf jeden Fall den Schaden. Okay. Nice. Deswegen wollte ich das kurz machen, weil es nicht lange dauert. Die hier zum Beispiel. Das ist so geil einfach, ne, mit diesem Bus. Okay, let's go. Da sind wir auch schon. Oh, in die Kanalisation. Harry. Du lebst. Länger nichts von dir gehört. Bald habe ich Dr. Connors gefunden. Wenn er das Gegengift von mir hat, kommt der Anzug zu dir zurück. Okay. Sag mir dann Bescheid. Ich glaube nicht, dass er ihn zurückbekommt. Er braucht den Anzug hundertprozentig. Yo, let's go. Wohin will er nur? Tja, ist eine gute Frage. Ist hier unten eine Überwachungskamera? Ich finde das einfach so eine gute Idee, Venom mit einzubringen, ne? Deine Kanalisation noch schlimmer. Okay, let's go. Es ist ja quasi Venom, das kann ich jetzt mittlerweile sagen. Aber Venom ist ja immer aus einem anderen Planeten. Das ist quasi das Ding. Er hat sich zu einer alten U-Bahn-Linie durchgegraben. Sieht einfach so cool aus, ne? Ist das Gas? Das war sicher kein Unfall. Connors will nicht verfolgt werden. Nee. Der will nie verfolgt werden. Außer man zwingt den Lappen dazu. Eigentlich kann ich verstehen, aber das ist eine Eidechse. Aber... Das gefällt seiner Frau ja nicht, wie wir wissen. Da ist er. Oh je. Yeah. Puh. Was war das? Ah, ja, dieser Vögelchen. Echt jetzt? Auch schön zu sehen, dass wir nicht die Einzigen sind, die von dem belästigt werden. Wer weiß es, wir kommen. Wegen der Kameras wahrscheinlich. In der Kanalisation? Wow. Hat das hier wohl damals für Connors eingerichtet? Und es geheim gehalten. Sieht aus wie vom ersten Spider-Man, da wo er gearbeitet hat. Was ich meine? Ob
das dieselbe Probe wie für Connors originale Formel ist? Tja. Hat Norman Connors hier unten nur forschen lassen? Was war das? Das habe ich schon mal gesehen. Aber wo? Weiß ich nicht. Connors dachte immer, dass die Lösung für sein Problem in anderen Organismen liegt. Mhm. Okay. Gekommen gleich. Das weiß ich schon. Kann ich schon mal sagen, Leute. Dieses Symbol. Connors beschäftigte sich also mit alten Sprachen. Warum die astronomischen Koordinaten? Echt weird, ne? Bisschen komisch. Hab ich noch was übersehen? Hör mal, Ah, das meine ich. So viel altes Gegengift. Jetzt ist es nutzlos. Ja, das stimmt. Die Frage ist, wollte er sich selbst helfen oder wollte er sich selbst retten? Ich glaube, er retten, oder? Einen Raum gibt es auch. Moment. Das ist unser Teilchenbeschleuniger aus der Stiftung. Ich habe das Gefühl, gleich werden wir überrascht. Hat Connors damit irgendein Mineral gespalten? Ja, gleich passiert was. War ich das? Super, kein Strom mehr. Okay, womit haben wir es hier zu tun? Das war er nicht. Nein. Bosskampf-Time! Digga. Hey Doc, bereit für den jährlichen Checkup? Ich schaff das. Können nicht pariert werden oder geblockt werden, du musst ihn ausweichen, wenn du blaue Warnung für ein zweimal mal drauf siehst. Wir hatten das doch schon mal, Connors. Alter. Wenn sie da drin sind, könnte ich ihre Hilfe gebrauchen. Magst du das? Sie sind Kurt Connors, ein genialer Wissenschaftler. Okay. Scheiße. Fehler gemacht, aber es muss nicht so enden. Ich kann parieren manchmal. Wollen Sie, dass Ihre Familie sich so an Sie erinnert? Ja, manchmal kann ich parieren. Scheiße. Okay, das war blöd. Denken Sie an Ihre Frau, Ihren Sohn. Oh mein Gott. Der Schwanz ist ein Problem. Digga. Okay. Lassen Sie Ihren Sohn nicht ohne seinen Vater aufwachsen! Oder gehen! Sie müssen kämpfen! Für ihn! Okay. Mach das mal. Das macht voll viel Schaden. Ja, heil. Das ist eine super gute Idee. Oh, oh. Scheiße. Digga. Scheiße, das war's. Das war's. Digga, der ist zu lang. Ist echt zu lang, krass. Ich brauche jetzt irgendwas. Ah. Ich habe die Lösung für das Problem gefunden. Au. Digga, wie cool sieht das mit aus. Das hat nicht geklappt. Der Typ kann einfach auch mal überall lang klettern. Der ist noch ein bisschen groß. Ich hab das Gegengift. Lassen Sie mich helfen. Yo. Hören Sie auf,
sich zu wehren! Das ist der einzige Weg, sie zurückzuholen! Was mache ich denn mit dieser gegen diese Schwanzattacke? Ausweichen, wenn der Schwanz kommt! Wir könnten damit längst fertig sein! Ausweichen, wenn der Schwanz kommt. Halten. Guter Tipp eigentlich, merke ich mir. Okay. Der Typ ist echt. Okay, nice, wir sind tatsächlich ausgewichen. Ich hab dich schon mal gerettet. Und ich rette sie wieder. Ja, die Frage ist, kann man jedem helfen? Ich kann sie endgültig heilen. Wow, das war cool ausgewichen. Kommen Sie mir einfach entgegen. Let's go. Ich glaube, wir haben ihn. Nice. Scheiße. Yo. Ah. Das ist eine Schwäche. Oh nein, vergiss es. Komm, wir schon wieder zusammenlegen. Hauptsache, er rettet das. Ich hab witzig. Grad echt keinen Bock auf die lizardrandalierte New York City-Nummer. Das kannst du vergessen. Ah, stopp. Ja. Sie tun Menschen weh. Ich glaube, er hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Aber man kann ihn auch dafür nicht blamen. Man kann ihm ja wirklich nicht dafür die Schuld geben. Aber krass, dass man sich zurück dann in den Menschen verwandeln kann, ne? Eigentlich voll unlogisch. Dass du einfach wieder Mensch werden kannst danach, wenn du so ein Ding geworden bist. Langsam! Yo! Yo! Ich mach das, Officer! Das ist keine Hilfe! Wow! Sein, der macht euch ehrlich kaputt, Digga. Juckt ihn einfach nicht. Wir haben ihn gleich. Yep. Nein, das war so knapp. Ach du Scheiße. Ernsthaft, Digga? Komm schon! Ja, wir hatten ihn doch gleich. Fast, meine ich. Sie wissen, dass ich das nicht tun will. Einfach still. Jäger. Yo. No. Wow. Digga. Natürlich geht's weiter. Verdammten Jäger. Ich hab gesagt, bleib weg! Oh mein Gott, Verfolgungsjagden sind einfach die besten, Leute. Mir reicht's mit dieser Lizardjagd. Okay, ich glaube, er ist immun gegen Schüsse, oder? Vielleicht nicht über. Ich hab keine Zeit, nicht gegen unendliche, aber gegen viele. Digga, ihr nervt! Ach, dieses Spiel ist einfach so gut im Geschwindigkeiten vermitteln. Losgehen! Ich komm nicht durch seine Haut durch! Die Spitze wird wahrscheinlich kaputt gehen, das wäre das Schlimmste. Mist, die Nadel steckt fest! Ich werde das Gegenmittel nicht verlieren! Nee. Yo! Oh Mist! Wie geil ist das denn bitte? Digga! Woo! Einfach geil. Sind
ist in der Falle. Kraven. Du Scheiße. Verwandle ihn zurück. No. Komm schon. Hat er es geschafft oder nicht? Bis am Arsch. Die Situation ist so cool und so eklig. Nein. Okay. Sie die harte Tour wollen, bitteschön. Natürlich doch. Ich hab Ihnen doch schon öfter geholfen. Da könnten Sie mir doch auch mal einen Gefallen tun. Das muss jetzt der letzte Kampf sein, wahrscheinlich, ja. Kontrolle zu übernehmen. Huh? Dann muss ich ihn wohl selbst das Licht ausknipsen. Wo ist er? Oh mein Gott. Digga! Kein Wunder, dass ihre Familie weg ist. Wow. Sie sind nicht stark genug. Das war gemein. Er ist platt. Ich muss handeln. Sie haben Angst vor ihm. Und das wissen sie. Let's go. Nice. Dann habe ich hier noch meine Ultra-Superpower. Au. Au. Ich halte das nicht ewig durch. Au, scheiße. Ich tue das doch nicht für mich. Ach, dieser dämliche Schwanzangriff. Ein Evolutionssprung zu weit. Okay. Jetzt. Er stirbt doch. Nice. Ich kann ihn nicht verlieren. Sie sind der Einzige, der ihm helfen kann! Irgendwie traurig, dass es mir nur deswegen retten wollte, oder? Er braucht den Anzug! Und ich brauche Ihre Hilfe, um ihn zu geben! Noch ein bisschen mehr. Ja, dieser Schwanzangriff ist halt echt stark irgendwie. Jetzt. Wenn ich nah genug bin, kann ich das Gegengift ins Zahnfleisch spritzen. Das kriegst du hin, oh. Kriegst du hin bestimmt. Oh mein Gott. Okay, das war's. Das war's. Das war's. Ich bin mir ziemlich sicher, er kann jetzt nichts machen. Das ist gar nicht gut. Puh, krass. Soll Ihr Entwurf sein.
bekommen hätte. Er hat Angst davor. Genau wie ich dachte. Es kommt aus dem All, oder? Ja. Hier drüben. Wow, 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 zurück! Ich sehe mir das näher an. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist wie ein Parasit so ein bisschen. Fasziniert. So, hat er seinen Arm verloren? Schieß endlich! Na los! Was ist das? Ein Fragment eines Meteoriten, der vor vielen Jahren vor der Stadt einschlug. Dort fanden wir das. Venom. Ich trage ein Alien? Wir nennen es einen Symbionten. Er verbindet sich auf subzellulärer Ebene mit seinem Wirt. In unserem Falle Harry Osborn. Er hat ihn dir gegeben? Nicht ganz. Ich war verletzt und das Ding hat dich geweckt. Oh, seine Augen sehen auch voll anders aus, oder? Das bedeutet, dass es viel gefährlicher ist, als ich dachte. Wir müssen Oscorp rufen. Wir müssen es vernichten. Uns vernichten? Sie sagten, es hat mich gewählt, Doc. Es macht mich zu einem besseren Spider-Man. Yo! Ziel in Sicht. Bin dran. MJ, gut, dass du anrufst. Wie geht es dir? Gut. Ich bringe gerade noch ein paar Kisten ins Haus und war vorhin bei Harry. Aber wie geht's dir? Ich habe von der Lizardjagd gehört. Mir geht's super. Connors ist geheilt. Der Anzug funktioniert noch und ist offenbar ein sogenannter Symbiont. Hey, ich habe Neuigkeiten über unsere mysteriösen Bots. Dieser fremde Ping kommt von weit her. Also, wir reden von Millionen. Kurze Pause. Hier schieße ich mal ein Bild. Von Meilen. Etwa aus dem All? Nein, wahrscheinlich schleiern sie ihren Standort oder so. Ja, ich glaube, mit nur ein paar mehr Bots finde ich den Ursprung. Wer immer das ist. Ich will ihnen die Hand schütteln. Hey, Entschuldigung. Jede Sekunde. Die Cops mögen sie abschütteln. Mich nicht. Häng die Spinne ab. Kopf oder Anderson, hör! Okay, das ging schnell. Krass. Aber man sieht auch, wie der Anzug aggressiver aussieht, langsam. Sieht man, ne? Ziemlich crazy. Ich bin wieder da. Wie gesagt, mir geht's super. Connors ist geheilt. Der Anzug funktioniert noch. Und ist offenbar ein sogenannter Symbiont. Und das ist ein Alien. Ist ziemlich irre, oder? Warte, was? Du klingst nicht gerade besorgt. Ich bin etwas besorgt. Aber ohne ihn hätte ich Connors nicht aufhalten können. Peter, ihr beide habt die halbe Stadt verwüstet. Hast du gesehen, wie das Museum aussieht? Ja. Ich bin überrascht, dass niemand getötet wurde. Das bin ich nicht. Du weißt, dass ich ihn irgendwie heilen musste. Hätte ich ihn einfach weiter allein Dinge zerstören lassen sollen? Darum geht es doch. Ich werde heute Nacht hier arbeiten. Ich glaube, ich habe endlich Inspiration. Sorry, gleich zurück. Als mein Sohn noch klein war, habe ich bei seiner Baseball... Ach, ich liebe den
Ich liebe das Outfit. Hier nochmal hin. Bei jedem Spiel haben die Eltern mehr gemeckert als die Kinder. Ich auch. Hey, Yuri! Ich habe mir das alte Krankenhaus angesehen, in dem die Flamme sein soll. Es ist bewacht, aber nichts, was uns aufhält. Bereit? Ich glaube trotzdem, dass es eine Falle ist. Wir brauchen einen Plan. Klar. Beim Krankenhaus gibt es ein Dach. Wir reden dort. Okay, cool. Okay, bis dann. Wir haben mal so eine neue Flammenmission, oder wie immer die heißt. Wir kommen! Schluss damit! Er wird immer aggressiver, crazy. Dieser Anzug sieht einfach so geil aus, ne? Digga! Ist ja blöd. Digga, ich hab irgendwie gar keine... Ich hab gar keine Fähigkeiten da, oder? Geht doch. Sorry, bin da. Geht doch. Worum ging's grad? Okay, jetzt hören wir mal zu Ende zu. Ich glaube, ich habe endlich Inspiration für meinen Jonah-sicheren Aufmacher gefunden. Vielleicht ist später schon was fertig, was ich dir zeigen kann. Was ist nur mit dir los? Muss der Stress sein. Ein wenig Zeit allein sollte helfen. In der Zwischenzeit sollten wir sehen, wem wir helfen können. Ja, sehr gute Idee. So. Naja. Sieht schon wieder. Digga! Ich bin ein bisschen traurig. Dass wir so. Also, da finde ich Miles-Anzüge deutlich cooler. Gerade in dem Moment zumindest. Sieht wirklich stylisch aus. Ich glaube, ich würde den blauen nehmen. Ja. Aber wir haben noch mehr, ne? Okay. Verbessern wir das hier. Das hier. Das war's. Das Klärchen. Wow, warte mal. Hat sich gerade die Musik geändert? Ich glaube ja. Okay. Zeit für eine meiner Lieblingsmissionen, Leute. Und Lizard ist beteiligt? So. Ups. Sollte ich mir näher ansehen. Let's go! Wir sind echt gut dabei, muss ich sagen. Ein ganz normaler Tag in der Stadt. Wir schaffen irgendwie die Nebenmission und wir schaffen die Hauptmission. Bevor der Vogel sein Ziel findet. Echt gut. Wird das immer schwerer eigentlich? Bestimmt, ne? Bestimmt. Aber das mit dem Runterladen geht irgendwie schneller dieses Mal. Ich frage mich, woran das liegt. So. Wow, wie geil. Ja, let's go. Wir fliegen wortwörtlich durch die Gegend. Oh, vorsichtig. Das Ding macht da keine Explosionen. Weird. 50% übrig. Bleib konzentriert. Wenn er so diese starken Kurven macht, ist es ein bisschen schwer, drin zu bleiben. Ja. Aber sonst geht's eigentlich ziemlich gut. Yo! Das ist einfach mal geil, Leute. Aber wir müssen gar nichts ausweichen. Das ist merkwürdig. Alter, au. Komm schon, noch ein bisschen. Diese Level machen einfach so Bock, ne? Ist crazy. Blöder Vogel. Was ist mein Bauchnabel? Ich bin ja voll der Fan von Venom. Dieses Ziel ist vor 5 Jahren gestorben. Das sind doch keine Datenfehler. Nee. Craven ist hinter Toten her? Okay, jetzt wird's langsam seltsam. Ma. Ich brauche mehr Daten, um dahinter zu stehen. Okay, was haben wir noch? Das haben wir schon gemacht, ne? Oder wieso wird das nur angezeigt? Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Das war die Mission von gerade eben, glaube ich. Ja.
Ich würde sagen, die schaffen wir auch noch. Oder? Was sagt die Zeit? Ja, komm. Passt. Passt schon. Mann, ich wollte MJ ein bisschen Zeit allein geben, aber ich bin platt. Zeit für eine kleine Pause. Pause? Wir machen hier keine Pausen. Das war korrekt. Das ist der Jägeransitz. Ich glaube, ich werde. Was ist in der Nähe ist. Ich glaube, ich muss aggressiver sein. Okay, scheiß drauf. Scheiß drauf. Was soll's? Wir haben nicht Ewigkeiten Zeit, ne? Ich bin halt süchtig, was soll ich sagen, Leute? Sobald ich nämlich schon sehe, bin ich so, muss man machen. Okay. Das Hund, dieser Doggy nervt richtig. Digga, hör auf damit. Nerviger Bello. Nein. Digga. Was für eine Nervensäge. Oh mein Gott, die haben... Oh mein Gott, das war's. Das war's. Ich glaube, ich muss mich heilen. Indem ich erstmal... Oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus. Okay, jetzt. Scheiße. Das war knapp. Ey, dieses Kämpfen ist wirklich einfach so viel besser als im anderen Spider-Man. Einfach geil. Von wo? Bye. So, wo ist das Vögelchen? Da hinten. War ja klar, dass es hier ist. Gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Was können die sich da denn leisten? Eine Basis im verlassenen Hotel? Ich mach dann mal den Zimmerservice. Okay. Kurz mal gucken. Das machen wir nicht. Das dauert zu lange. Na gut. Dann würde ich sagen... Es ist Zeit fürs Hotel. Ich muss nicht online reservieren, oder? Würde ich sagen, das war's für die Folge. Für mehr davon, lasst ein Home da. Abonniert, kommentiert für den Algorithmus. Und bis zum nächsten Video. Bye.